My heart be flying, I feel like dying when I see her coming through the door. I jump up and stumble right over my own feet in the tumble, face first, let the hell off of the floor. And when I finally got back on my feet again, humbled and crumbled, my nose a bloody shame. She looks at me with a smile on her face. She says, honey, don't you worry, I think you'll just go crazy. I got nightmares, but you just don't. Richard, wir sitzen hier in Fürth. Du bist wieder gut in Form, hast aber schwierige Zeiten hinter dir. Ja, ich hatte in 2012, ist schon wieder so lange her, im Herbst 2012 einen schweren Hörsturz. Passiert ist das beim Soundcheck kurz vorm Konzert. Und da brach natürlich für mich von heute auf morgen meine Musikerkarriere zusammen, weil ich erstmal nicht auftreten konnte und auch das gut laufende Projekt Man in Blues mit Klaus Major Häuser abbrechen musste dadurch. Und hatte eine etwas längere Auszeit dadurch auch, wo natürlich auch viele Konzerte ausfielen und auch schwere finanzielle Einnahmebußen dadurch entstanden sind. Ne? Das Finanzielle ist das eine, dass als Bluesmusiker in Deutschland kann man ohnehin nicht reich werden. Aber auf der anderen Seite ist ja auch immer so dieses psychologische Moment, ja erstmal überhaupt nicht zu wissen, was ist los, wie geht's weiter? Wie bist du damit klargekommen? Es war ein ziemlicher Schock, weil die Ohrgeräusche sehr, sehr laut waren am Anfang. Und ich habe auch schnell versucht, wieder Gitarre zu spielen. Du weißt ja, ich habe hier so eine silberglänzende Dobro. Und mit der war es ganz besonders schlimm. Wenn ich die angeschlagen hatte, hatte ich furchtbar sehr verzerrte Geräusche im Ohr. Und das hat mir natürlich einen großen Schreck gebracht, weil ich dachte wirklich, ich könnte jetzt keine Musik mehr machen. Zum Glück haben sich dann die Geräusche, weil ich dann später eine Akupunktur gemacht habe, haben sich dann sehr gemildert. Und ab da ging es dann wieder. Du hast es angedeutet, Man in Blues. Gut laufendes Projekt war damit erstmal erledigt. Du musstest wieder von vorne anfangen, hast die Zeit aber ja auch genutzt, um neue Songs zu schreiben für die neue Platte, für It's Crap. Ja, ich wollte mich einfach nicht davon unterkriegen lassen, von diesem blöden Hörsturz. Ne? Und habe dann schon kurz danach, also in den Monaten danach, angefangen, neue Songs zu schreiben. Und das war ein unheimlich sehr, sehr starker kreativer Prozess. Also ich habe innerhalb von diesen 3-4 Monaten, im Dezember bin ich ja damit schon praktisch zum ersten Mal wieder aufgetreten, in 3-4 Monaten 10 brandneue Songs geschrieben. Mit Texten, mit Kompositionen und allem drum und dran. Das kam so ausgesprudelt auf einmal. Close the curtain, face again the cruelty of death. Lonely nights, long distant call. Loving words cut off by a bad man. Du setzt ja in gewisser Weise das Konzept der Man in Blues fort in der Mixtur Dobro, Akustikgitarre und elektrische Gitarre, was aber bei It's Crap speziell, aber nicht nur beim Titelsong auffällt, ist, die Musik ist die eine Seite, aber dir geht es auch um Inhalte, deine Texte sind, obwohl du ja zu den Blues-Urgesteinen in Deutschland gehörst, keine Blues-Klischees. Ich versuche möglichst von diesen Blues-Klischees wegzukommen, weil
Eigentlich, ich persönlich kann die nicht mehr hören. Wenn man jetzt schon so lange unterwegs ist wie ich, bin jetzt über fast 45 Jahre lang in Sachen Blues unterwegs und ich kann das nicht mehr hören, Woke Up This Morning oder diese Klischees-Geschichten und mir geht es immer so schlecht und so weiter und so fort. Mir geht es wirklich darum, gute Texte zu schreiben, auch ruhig, kann man so sagen, intelligente Texte, die sehr viel Witz haben, sehr viel Ironie, manchmal auch Sarkasmus und manchmal auch einfach düstere Stimmungen ausdrücken. The music on my radio, I turn it up, cause all I know is crap. The movie show on my TV, I turn it up, cause all I see is crap. What the hell is going on? Who's putting all the cheese up on the screen? Aber auch so deine Beobachtungen und ja auch deine Meinung zu der Konsumgesellschaft, beispielsweise im Titelsong der neuen CD. Ja, It's Crap, ne, da beziehe ich mich natürlich darauf, dass wir überall in jeder Hinsicht auch mit Billigangeboten praktisch beschossen werden und überhäuft werden. Das zieht sich eigentlich durch alle Sparten, sei es jetzt Billigformate im Fernsehen oder billige Kleider bei Kick, in Anführungszeichen aber mal, oder sonst wo, oder billige Hamburger. Wir sind umzingelt von Billigprodukten, wir nehmen sie alle gerne an, sind alle Schnäppchenjäger und geil Bürger geworden und dennoch fangen wir dann an zu jammern, wenn die Qualität nicht stimmt. Ne? Aber wie soll man das erwarten? Wenn jemand einen Urlaub bucht auf Mallorca für 250 Euro 3 Wochen lang, dann kann er nicht erwarten, dass die Hotelzimmer auch sauber sind. Aber trotzdem beschweren sich dann die Leute noch. Ne? Für das Geld kann man das einfach nicht leisten. Du hast es angedeutet, du bist schon lange dabei. Du bist ja nicht nur Musiker, du hast ja auch als Schauspieler gearbeitet, Synchronsprecher, Aktionskünstler, in den letzten Jahren schwerpunktmäßig als Blueser durch Deutschland unterwegs. Ja, schwerpunktmäßig, das war eigentlich schon immer. Die anderen Sachen, die habe ich so eigentlich mehr nebenbei gemacht. Also auch im Moment schauspielere ich wieder. Habe ein Theaterstück von Tschechow, Die drei Schwestern, was zurzeit geprobt wird und was im Februar dann Premiere hat. Also, aber das läuft nebenbei. Schwerpunktmäßig war schon immer der Musiker, der Blues. Wie ist das heute? Du bist so lange dabei, du kannst es beurteilen. Wie lebt sich's, arbeitet sich's heutzutage als Bluesmusiker in Deutschland? Sind die Arbeitsmöglichkeiten besser, schlechter geworden? Ich denke schon, dass es schlechter, ein bisschen härter geworden ist. Also ich habe ja in den 70er Jahren viel gespielt und in den 80er Jahren noch und da gab es eigentlich, hatte ich nie Schwierigkeiten, wirklich den Terminkalender vollzukriegen. Also man konnte überall spielen. Allein schon in Köln hättest du eine Welttournee machen können. Und ich habe auch überall gespielt, wo sie nicht schnell genug die Tür zugemacht haben. Und hat sich alles ein bisschen geändert. Die Gagen haben sich geändert. Früher gab es viel mehr Festgagen. Das ist heute nicht mehr so. Heute spielt man sehr, sehr viel auf Eintrittsgelder und oder Prozentbasis. Ich habe natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich schon so lange dabei bin, eine ganz gute Basis zu haben an Kontakten und sagen wir mal an Kunden, die mich buchen. Ich denke aber, dass junge Bands es sehr schwer haben, jetzt nicht nur genügend Auftritte zu kriegen, sondern auch genug damit zu verdienen. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Slow-moving woman sure is taking her own
slow joking.